Der Kinderfresser. Thomas. Fucking damn it. Ah, Thomas. Nicer Schnäuzer, Bro. Idiot. What would you think of me? I failed you. I failed us. Think so. Falling apart. What? Yes, I know. No, I need to be sure. There's gotta be something around here. You want what? Fuck! Richard Tarkovsky, meine ich doch. Ach nee, das ist ein surrealer Künstler. Ich dachte auch, der hätte den Laden entworfen. Anscheinend doch nicht. Look who finally decided to let me out of my cage. Geist Thomas. And only when you need my help. Surprise. Surprise. Okay, you know what? I'm not in the mood. Just tell me what you see. Come on. Come on. Yes. I can feel it. Okay. It's around here. Somewhere. Oh, well, that's real fucking specific. Hey, I'm trying to help here. Well, you know, sometimes I wonder. Well, it doesn't make it easier when you keep me in the dark for so long. Oh, Christ. Thanks for that, by the way. Hell of a way to treat your soulmate. God damn it! There's nothing here! There is. Really? I'm never wrong about these things. You know that. Well, screw this. I should have known better than to listen to you. Desmo, schlaf gut. What? There. Viel Erfolg morgen. Where? What? Und danke fürs Einschalten. Building tension? Grab the fucking thing! Would you shut up? Huh? Okay. Sein Geist ist so voll die eigene Persönlichkeit irgendwie, ne? Das ist bei der Marianne nicht so. He's obsessed. What is he? What have I done? We couldn't have known. I let him into my home. He was like a father to me. How could he do this to her? Fucking bastard! How could he? I told you we couldn't trust anyone but ourselves. Keep it together. Think. What do we do now? We wait.
And when he comes back, I'll just... Whoa, 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 easy, Tiger. Remember what's at stake here. Just let me do what I do. You better do it fast. Because if you don't, I will kill him. Yo, Chad, what is happening? Voll, das war richtig nicer Cut. Wer ist der Dude? Oh. Thomas. Richard. I wasn't expecting you. Zeit für Lulu? Es ist schon geschehen. Everything all right, my friend? Did you do it, friend? Did I? What? My daughter. My 13-year-old daughter. I entrusted her to you. Thomas. Did you do it? I don't. I found the sketchbook. Forced myself to look through it. Cover to cover. Every single fucking page! Tell me you didn't hurt her, Richard. Thomas, please. Tell me I'm wrong, Richard. Tell me, and I'll let you go. It wasn't me. Thomas, you have to understand. There's a sting inside of me. Shut up. You have to believe me. I wanted to die. Make it quick. Thomas, I'm so sorry. She's my daughter! I never wanted any of this. I should never have come here. What you did. Knowing she's here. Knowing what she means to me. Thomas, I swear, I'll go away. You'll never. Wait. But you. No. Let me out. Let me out. Let me in. Geile Szene, also bis jetzt mit Abstand die beste Szene in diesem Spiel. Was geht ab? Wie cool ist dieser Thomas? Ich feier den jetzt schon irgendwie. Was ist das für eine miese Tentakel? Oh fuck. Da stand zwar Krankheit, aber der hat Cancer gesagt, ne? Jetzt wird er von innen richtig putt gemacht. Ja, ich hoffe. Befreie Richard von seinen Dämonen. Alright, Richard. This is your world. Richard. Show me what you're hiding. Is this where it started, Richard? The place that broke you, made you what you are? Angriffe parieren? Das hat gut geklappt. Also, das war eine...
die Musik gibt mir übelste Death Stranding Vibes. So übelste. You feel it, Thomas. There's something here. It awoke on that day when she came to it. It took over. Cancer, ne? Made itself at home. Ihre innere Welt sehen. Cool und creepy zugleich, ja. Und dann auch noch in den potenziellen Vergewaltiger, Mörder der eigenen Tochter. Was auch immer Richard mit der Kleinen von ihr gemacht hat. Aber ihn vor... Egal. Hatred. Grief. This place reeks of them. Something terrible happened here. It changed Richard forever. No! What the hell? Leave her alone! This is it. Richard's big, ugly secret. The sum of all his demons. Yeah. Ich glaube auch noch nicht mal Mord, sondern irgendwie sowas. TT? Vaters Messer. Richard, you'd better go and bring it to him. Oh. All right, I'll play along. For now. Ja, eine interessante Stimme. Die sehen aus wie die Tentakeln von dem Fluch der Karibik-Typen. I can feel something's not right. Vielleicht wollte er mit ihrem Blut malen. Yo, Melo schießt direkt aus der Hüfte mit den Creepy-Theorien. Das gefällt mir. Melo, die hat ein crazy Gehirn. Oh. Father, you forgot your knife. Oh, thank you, Richard. You know what? Why don't you keep it? But it's your lucky knife. And now it's yours. You'll need it. I'm leaving tomorrow. What? No! Where are you going? The army is heading out west, and I'll be going with them. But... no! I don't want you to go! I don't want to go either, son. But sometimes, what we want isn't what's important. Do you understand? When will you come back? Take care of your mother, Richard. You're the man of the house now. Darf ich jetzt? That's not a knife. This is a knife. By the sweat of your brow. Mili virtuti tari. Shall fall.
War das ein Doppeladler? Also ich schätze mal wieder, das war polnischer Adler. Habe ich das vielleicht in Notizen? Ne, jetzt habe ich auch keine Notizen. Also für mich sah es aus wie der polnische Adler. Also, wie heißt der? Keine Ahnung. Polnischer Nationaladler? Ne Piep. Hätte ich auch mal wieder Bock drauf. Obwohl, ich habe mich jeglichen Pfeifen abgeschworen, Chat. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Oh. For dust you are, and to dust you will return. Was soll das denn jetzt? What was that? Das ist ein Feuer. Als Regierungsvertreter der Republik Polen möchte ich mein tiefes Mitgefühl und mein Bedauern hinsichtlich des Ablebens von Leutnant Tadeusz Tarkowski zum Ausdruck bringen. Sorry, dass ich lachen muss. Musst du nur gerade an die Tentakeln und tatsächlich auch an Tadeusz denken, aber okay. Der Betrauerte starb unter den ehrbarsten Umständen. Sein Land wird für immer für das Opfer dankbar sein, das er zum Schutz unserer Freiheit und Unabhängigkeit erbracht hat. Der Verteidigungsminister. Okay. Also der Vater von Richard ist der Tadeusz und hat im Krieg ehrenhaft den Tod gefunden. Ja. Ich habe auch ein paar Pfeifen, schon über ein Jahr keine mehr angerührt. Wir sind ja genug Pfeifen im Chat. Sprich nur für dich. Hey Meise, bist du noch am Start? Stimmt, jetzt wo du es sagst. Ja. Muss nicht mehr sein, Leute. Muss gesünder leben. Wow. Also der hat gefühlt schon ein bisschen mehr drauf, der Typ. So Geisterpower-mäßig. Hallo. Immer. Okay, then. Ich piepe wundervolle Melodien. Oh. Squee. Hey, Richard. Who this? Bet you can't catch me. Rose? Soll eine Frauenstimme sein? What? Hey, wait up. Zwiespalt. Nee, ich hab das Gefühl, das kam von da. Come on, Slowpoke. Oh oh. Labyrinth. Achso, der meinte doch, der hat so eine Jugendliebe gehabt, ne? Der Richard. Pur und unschuldig und so. Ach, Frauen und zu, Blaumeise. Wäre natürlich mich und jemanden, der Spaß versteht. Jack hört wieder Stimmen. Ehrlich gesagt, Jack ist wieder los. But what is it? It's something very important.
ist das denn? This way, silly. Okay, ich gehe mal entlang der Rosen. So ein Instinkt. Oh nein. Schon wieder 11:30. Fängt das Spiel voll an, spannend zu werden, ey. Me? I've been waiting here for ages. I was starting to get bored waiting for you. Hey. Hey, hey, hey. Was aber sehr schön hier, ne? Mit den Rosen und diesem Pavillon oder was das ist? You see that? A storm's coming. Hmm. It's a big one. We should probably go. Same spot tomorrow? I'll be there. Cooler Effekt. Oh mein Gott. Wie komme ich morgen eigentlich zur Arbeit? Real cute. Fliegen? So, where do we go from here? Squee. Auch wieder eine verdammt gute Sequenz. He's someone who can take care of us. But I can take care of you. I promised Dad I'd protect you. I know, honey. And he would be so proud of you. But sometimes, a brave heart is just not enough. Wie, da ist jemand anders, der die beschützen soll? Stiefvater. Stiefvater. I need you to bring me. Und ein Gürtel, klar. You know which one. Yeah, real specific. That one thing. What is it? Wahrscheinlich die Flasche Bier. Founder Chuwaiski irgendwas. Auf jeden Fall lecker Pivo. Ich wollte mir eigentlich noch das Foto anschauen, aber will er nicht. Achso, kann ich jetzt hier, greift mich das Ding jetzt auch an, oder? Nee. Don't make me get up. You calling me a drunk? Get the hell away with that. Oh. Elixa, danke für den Follow. Hi, hi. So spät noch unterwegs. Pivo ist auch so ziemlich einzige Wort, das ich auf Polnisch weiß. Ich auch. Und Motek, glaube ich, ist Hammer. Ja, und natürlich Kurwa, ne? Kurwa ist ja Universalwort. Das ist das Schweizer Messer der polnischen Wörter. Ja, was, ey? Check ich jetzt nicht. Buch? Oh, what? You want a bedtime story? I'm not your goddamn mother. Real fucking charmer, that one. Ja, also der Stiefvater ist echt ein sympathischer.
Okay, ein Foto vom eigentlichen Vater. Oh, you little shit. I'll teach you some respect. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. What the hell did you do to me? Say that, or I'll cut you again. Ungrateful little fuck. Get the hell away from me. Gladly. Der Grasowka heißt Zubrowka in Polen. Okay. Oh no, warum habe ich Mitleid mit Richard? Oh. Oh Leute, der Thomas, der kriegt ja jetzt quasi auch Mitleid mit Richard, ne? Das ist ja mal echt tricky feelings jetzt gerade für den. Fuck you. Let go of me. Voll der Bade. Oh, Level 2? Please don't. No. No. Was haben die den armen Jungen angetan? Die Mutter weint. Ich dachte, der Junge weint. This place again, but not the same time. Stellt euch vor 8 Uhr hätte diese Schreie immer in eurem Kopf. Achso, ihr hättet, ja. Richard. Sieht aus, als hätte sich der Thomas ganz schön die Finger verbrannt. Gar nicht drauf geachtet. Okay, also der Richard hat seinen Stiefvater gekillt, würde ich jetzt mal behaupten. Verdient. I should be going. I'm sorry. Oh. We can finish some other time. Rose ist eine Richard, Cute. Where are you? Richard, come out! Don't worry. I'll keep you safe. I'll keep you safe. Was ist ein Davidstern? Könnte man meinen. Würde auch passen. So ein bisschen. Richard! There you are. Oh, hey.
war ja hier schon wieder. I waited for you by the maze. I was afraid something happened to you. I'm fine. Warschauer Aufstand, damit ist der Aufstand im Warschauer Ghetto gemeint. Deswegen hatte ich danach gefragt. Okay. Are you sure you're all right? I said I'm fine. Hey. If something happened, you can tell me. Just let me. Get the hell away from me. Alter. Okay, Richard. Ich hab keinen Phosphor mehr im Kopf. Doesn't change a goddamn thing. Aha. Der Thomas ändert seine Meinung nicht, wie es aussieht. Kann man ihm aber auch nicht verübeln. Mommy? What's going on? Listen to me, Richard. Listen to my every word. Some men will come to our house tonight. But why? What do they want? Shit's okay. Warum läuft der so? I told them to come. Oh shit. The hell is this? No! Stay away from me! Stay back! Der läuft echt wieder T-1000. You bastard! No! No! Let go of me! No, please don't! What? Sein Vater doch nicht. Any son of Poland who collaborates with the oppressor. Laborateur. Who steals from, denounces or otherwise acts against his compatriots. Das erste Haus auf der linken Seite direkt am Fluss mit dem alten Kirschbaum davor. Sie versteckten sie in der Speisekammer unter den Bodenbrettern. Sie lassen sie manchmal heraus, damit sie sich die Beine vertreten können. Meistens später am Tag. Einige von ihnen gehen manchmal sogar nach draußen, wahrscheinlich um Nahrung zu suchen. Am besten kommst du nachts. Deswegen hatte ich danach gefragt und er bringt ihr Brot und Milch zu einem geheimen Treffpunkt. Und die werden unterm Dings versteckt. Unterm Boden. Aha. Wie mache ich da nochmal meine Superkräfte? Thematik, also habe ich nicht mehr erwartet, ehrlich gesagt, irgendwie. Unforgivable crime against the motherland. Ja. Oh, swiftly punished. Couldn't have happened to a nicer guy. Ein Galgen. Krass, der hat sich die Kraft von dem Galgen genommen. Ja. This is getting tedious. Deswegen sind dann auch mehrere Männer gekommen, um den. Ich dachte erstmal, Richard hätte seinen Stiefvater gekillt. Das hat mir so für einen Moment so Vibes gegeben. Dabei waren das anscheinend irgendwelche Soldaten, die den mitgenommen haben oder so.
Oh. Ja, ja, deswegen dieser Monolog. Das kann sehr gut sein. Papa ist wieder gut unterwegs. Nice, Chad. Nice. Ja. Okay, die Rose ist... Hey, verwolken. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo lang, ne? Von hier komme ich? Ja. Damn. Ja. Ist echt so. Ich hoffe, ich hoffe, das driftet nicht wieder in so eine relativ banale Geisterstory ab. Moment, kriege ich Hinweise per Fußabdrücke oder so? Ah, hier. Warum benutze ich denn seine Fähigkeiten nicht mal? Was ist los mit mir? Wie süß er durch die Gegend joggt auch. Aber mit den ganzen Tentakeln hier könnt ihr den Mann noch nicht Thaddäus nennen. What the fuck? Nicht mehr lang hier. Ich würde eigentlich um halb aufhören, aber die Story. My precious little flower. My precious. Gollum? My Lily. Kinderfresser. Das ist sein Dämon. Ja.
Help! Somebody! Please, help! Over here, kid. Please, mister, I need help. The monster, it's after me. Monster, you say? And what does this monster look like? Sir, there's no time. Hurry, we have to get out of here. It's okay, Richard. Wie süß er seine Brille auf der Maske trägt. To catch your breath. Do I know you, mister? Are you one of my stepfather's friends? No, kid. I'm not planning on making any friends. I'm here just for you. What? No! Don't come any closer! Don't touch me! I'm sorry, kid. I know you tried to run, to hide. Get your hands off me! But as long as you're here, the beast will always find you. Richard. It was pretty overwhelming at first. Thomas being like me, but different somehow. I guess yeah. I don't have to tell you. Thomas? Who the hell are you? Oh. That's what he did. Hunted. Hounded. His whole life hiding, hoping they wouldn't find him. I gave him shelter. I gave him purpose. He could have been so much more. Instead, he chose to rot in this godforsaken place. I got your scent, girl. You're him. Richard. I'm what's left of him. The bleeding wound. The sap drying on the stump. All because of her. Do I know you, Jillian? You smell just like her. Like the girl who suffered because of you? The one you preyed upon? She came to me because she had nowhere else to go. Where was her father then? Where were you? Oh, shut up! Stop acting like you ever cared about her! She was the light of my life, the warmth of my soul. Your soul has brought it away. There's barely anything left. No, it's just your sins. I almost feel sorry for you. You're nothing. I am. But you ripped me apart. You burned me down and left me in the dark. He's a fiend. A monster. This man. Thomas. What is he? He's the one who butchers the soul. The one who breaks it. But you... Yes. I know you. You can set me free. I can feel it. Please, do it. You don't deserve it. You deserve nothing. Nothing. Do you hear me? Then give it to me, please! To not exist, that's all I want. So be it. You think she'll ever forgive me? Will you? I'm not your judge.
I'm just the fairy man. Be gone. Spiritfarer. Richard. This time, it wasn't just a feeling, it was a memory. Had I been here before? Was I a part of the puzzle? This man, Thomas, was he a part of my own past? And then something clicked. That girl. It's me. What? But it looks like it was taken here, at Neva. Dann ist Thomas ihr Vater? Whatever it is, I can feel it out there. Like it's calling out to me. There. In the woods. Ich dachte, das Mädchen wäre tot. Obwohl, wir waren uns ja nicht sicher, ne? Okay, Leute, ich weiß, es ist gerade super, super spannend. Aber ich muss aufhören. Wir machen morgen. Ja, morgen, ne? Morgen ist Dienstag. Ja, wir machen morgen weiter, ja.